Drei Wochen früher als sonst blühen die Krokusse im Husumer Schlosspark. Grund für die frühe Blüte sind die milden Temperaturen und der Dauerregen der letzten Wochen. Viele bangen, dass der lila Farbteppich zum Krokusblütenfest in drei Wochen schon verblüht ist. Schlossgärtner Martin Böcker hofft dennoch, dass alles nach Plan läuft, denn noch nicht alle der fast 5 Millionen Krokusse sind aus dem Boden gekommen. Im hinteren Teil im Schlosspark, auf den Freiflächen, sind die Krokusse nicht ganz so geschützt und deswegen ist da die Blüte noch weniger. Aber die wird in verlaufenden nächsten 14 Tagen noch mehr kommen. Normalerweise dauert die Vollblüte gut 3 bis 4 Wochen im Schlosspark. Viele wollen das Highlight zum Krokusblütenfest in Husum nicht verpassen und sind früher angereist. Diese Variation von helllila bis dunkellila, diese Inseln, die man vor sich sieht, nur Blüten, 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 einfach toll. Wunderschön, ich hätte es so gern zu Hause und träume schon Jahre davon. Auch die amtierende Krokusblütenkönigin Julia Nissen lässt sich die frühe Blütenpracht nicht entgehen. Seit einem Jahr ist sie das Gesicht der Stadt Husum. Zum großen Stadtfest in 3 Wochen muss sie die Krone wieder abgeben. Für sie ein Jahr voller Ereignisse, trotz Corona. Ja, auch gerade am Anfang meiner amtierenden Zeit, da wurde ich sehr oft hier erkannt und dann wurde auch mal nach einem Foto gefragt. Und das war ein total schönes Gefühl, dass auch das hier so präsent ist. Die Vorbereitungen für das große Krokusblütenfest laufen auf Hochtouren. Dieses Jahr gibt es eine Änderung im Programm. Neben Frauen können sich nun auch Männer um Julia Nissens Nachfolge zur Krokusmajestät bewerben. Die Krönung findet am 19. März statt. Der Höhepunkt ist sicherlich die Krönung, also die Übergabe der Krone von der jetzigen Königin auf dann die neue Majestät. Wir wissen noch nicht, wer es genau wird. Das findet um 11 Uhr auf der Treppe des alten Rathauses, historisches Rathaus hier in der Innenstadt, statt. Und das ist immer ein großer Moment. Mehr als 10.000 Besucher werden zum Krokusblütenfest am 19. und 20. März in Husum erwartet. Bis dahin hoffen die Veranstalter, dass die eigentlichen Stars des Blütenfestes noch im Schlosspark zu sehen sind.